Herzlich willkommen zur nächsten FIFA 15 Ultimate Team Episode hier auf Weeple Games for You. Ich bin Suivo und wir haben uns ein bisschen verbessert, indem wir den Rode gekauft haben. Für den Kehl ist natürlich jetzt nicht so dolle, allerdings immer noch besser als der Kehl mit seinem 48er Tempo. Ja, muss mal gucken, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen sparen, um irgendwie mal wieder eine größere Verbesserung zu machen. Dafür sind wir aktuell doch etwas wenig von den Münzen her ausgestattet. Hat er jetzt zurückgemacht? Was soll das denn? Das ist ja blöd. Nochmal suchen. Du. FC Hunsfurz, okay. Sieht interessant aus. Löwe, das hat er auch, okay. Ein Zieler im Tor. Okay. Ich denke, das ist eigentlich eine Mannschaft, gegen die wir gewinnen könnten. Und auch sollten wieder mal. Großartiger Start in die Saison für dieses Team. Das Niveau halten, dann ist der Aufstieg machbar. Oh, der ist ganz schön schnell. Das war gar kein Foul, Mann. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung. Ach, die gelbe Karte auch noch. Die gelbe Karte gleich. Der gute Sokrates hat einen umgeräumt. Muss er jetzt auch durchziehen. Das muss er pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier sehr schön sehen. Korrekte Entscheidung des Referees sehen wir hier ganz deutlich. Unfaires Einsteigen. Das war schön vorbei, das war gut. Der Schiedsrichter ist klar, er muss Abstoß geben. Ball war im Tor aus. Also richtig Kommentare zum kurzen Spiel kamen ja jetzt irgendwie nicht, muss ich sagen. Fand ich ein bisschen schade. Deswegen frage ich einfach noch einmal, wie würdet ihr denn am besten abspielen in dem Moment? Ah, das war schon wieder super gut. Das ärgert mich ein bisschen. Der ist halt auch schon wieder so ein Teil, der nur auf Tempo setzt, habe ich das Gefühl. Man kann einfach von den Gesamtstärken jetzt gar nicht ausgehen. Das hat halt wirklich einfach nur was mit Tempo zu tun. Ja, logisch. Warum komme ich da nicht an diesen Ball dran, Mann? Ich glaube das einfach. Jetzt haben wir die Zeit, das Tor von eben nochmal anzugucken. Ja, jetzt ist auch schon wieder schön davor platziert, ne? Geht mir so auf den Sack. Was soll denn das? Das ist einfach so hirnrissig in dem Spiel, dass man den kurzen Anspielpartner abdecken kann. Meiner Meinung nach dürfte es nicht möglich sein. Dass man die halt so platzieren kann, dass man nach einem kurzen Abspiel den Ball halt direkt haben kann. Sollte meiner Meinung nach nicht möglich sein. Ja, ich kann nicht abdrehen und gar nichts machen. Jetzt irgendwann läuft uns den Ball halt ab, sehr klar. Hielt er den Ball und verlor. Ja, logisch. Bender. Warum läufst du denn nicht weiter, Kollege? Jetzt. Ich verstehe sowas nicht. Würmitsch. Modeste. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Sebastian Jung. Der tut so, als wenn er loslaufen wird und läuft dann doch nicht. Macht auch Sinn. Er zeigt an, dass er läuft und läuft nicht. Was soll denn das? Müller. Sebastian Jung. Ja, dann lauf mal, Jung. Schneller, bitte. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das war irgendwie nicht so schlau. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Naja, gut. Ich denke, ich hätte ihn eher hochspielen müssen in dem Moment. Würmitsch. Ist doch gar keine Kollege. Weit vor dem Tor nimmt er den Ball auf. Ja, da hat er richtig gut mitgespielt. Das nennt man dann wohl modernen Fußball. Irgendwie war das wieder super. Warum kriegt er den Ball und ich nicht? Eigentlich war ich schön im Lauf und so weiter. Schön mutig aus dieser Distanz. Meiner Meinung nach hätte ich locker den Ball bekommen müssen. Keine echte Prüfung. Nee, also das ist auch aus der Entfernung vor allem dann eher eine Rückgabe für den Keeper. Was? Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter. Wieso? Nicht mehr, aber auch wollt ihr mich denn trollen hier?
Bender. Mesut Özil jetzt. Mesut Özil ist halt auch eine lahme Schnecke, wenn ich das so sehe. Irgendwie. Da sollte der Ball überhaupt nicht hingehen, aber trotzdem noch gut den Ball abgefangen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt mit dem Ball hin soll dann in dem Moment, wenn ich da von zwei Leuten gedeckt werde und keinen Anspielpartner dann in dem Moment habe. Da liegt mir ein bisschen Kacke. Mesut Özil jetzt. Er kommt wieder nicht durch. Ja, das war schön vorbei, aber es ist immerhin mal ein Torabschluss gewesen. Das war jetzt nicht so schlecht. Wie stellt er sich denn da? So kann das nicht. So schlecht war das nicht, so schlecht war das nicht. Maxi Arnold. Hüvedes. Castro. Würmitsch. Schade. Gespielt. Er geht im entscheidenden Dass Moment er da nicht dazwischen. Durchgekommen ist, der Ball. Modeste. Schmelzer. Mesut Özil jetzt. Wie sie sich immer davor drängen, das ist der Wahnsinn. Bender. Gibt's da irgendwie einen Knopf, dass die so eine Art Manndeckung machen? Rode. Oh nein! Torwart Riese und er schafft es nicht. Das war eine beste Chance jetzt bis jetzt für uns. Und dann fischt er den auf. Hier in dem Spiel. Yep, ach. Ja. Freistoß natürlich. Also irgendwie ist das teilweise ein bisschen unfair, was das Foulverhalten noch angeht, muss ich sagen. Meiner Meinung nach zumindest. Und weiter heißt es ab. Jetzt sieht er. Macht die denn da? Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Was war das denn für ein Ping-Pong? Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Ecke! Ping-Pong und dann Spiel gibt es auch noch eine Ecke oder was? Macht total Sinn. Rennst du mal dahin, Kollege? Du wärst da locker hingekommen, wenn du mal gleich losgerannt wärst. Maxi Arnold. Papastatopoulos. Jawohl, genau so muss das aussehen. Laufen, 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 Draxler. Ecke, komm. Ach Mann, warum geht der denn nicht wenigstens zur Ecke raus? Nein, natürlich nicht. Es gibt Freistoß, so steht es in den Regeln. Ah, das ist so lächerlich, oder? Du hast hier alles Freistöße kriegen. Blitzschneller Freistoß. Ich glaube es einfach nicht. Sebastian Jung. Lauf, lauf, Alter, jetzt wird er weggeblockt. Weggeblockt und ich krieg keinen Freistoß. Wollt ihr mich denn trollen oder was? Laufen jetzt. Jetzt wird es brenzlig. Jawohl! Sehr schön. Kurz vor der Halbzeit noch den Ausgleich gemacht. Sehr, sehr schön. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Oh Mann, aber es hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Wir hatten auf jeden Fall einige gute Torchancen jetzt zuletzt. Und sind auch mal schön vors Tor gekommen. Das war gut. Das war gut. So ist das im Fußball. Die eine Mannschaft dann muss weitergehen. Scheinbar im Griff, aber eben scheinbar. Ja, das ist ein Wundermarkstor von Mesut Özil. Da sieht man die exzellente Technik, ist wirklich ein Riesenkicker. Und die Verteidiger. Haben wir uns auch mal davor gedrängt, irgendwie. Müller. Zweikampf um den Ballbesitz. Was war das denn? Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung. Wollt ihr mich denn trollen hier schon wieder? Ich hasse es, dass bei mir dann nie der zweite Ball dann irgendwie bei mir landet. Nein, der landet jedes Mal wieder bei dem Gegner. Das ist auch sowas, was ich nicht abhaben kann. Schöne Flanke. Okay. Das war irgendwie mal schön an den Kopf geschossen, ja. Würde ich behaupten. Okay, erstmal Halbzeit. Alles gut, alles gut. Halbzeit, weiter geht's. Die Zuschauer sind erwartungsfroh. Die zweite Halbzeit läuft. Wer niemand in der Mitte ist, ne? Wie soll ich denn da den Ball dann hinspielen? Sebastian Jung. Rode. Toller Pass. Also das war klar, dass der nicht durchkommt. Oh, das war gut. Aber ich krieg natürlich den zweiten Ball wieder nicht. Ist ja logisch. Würmitsch. Irgendwie wollte ich ihn eigentlich
abnehmen, weil ich gar nicht gedacht habe, dass ich den Ball kriege. Das ist nämlich eigentlich so untypisch für mich, dass ich da in der Situation mal den Ball bekomme. Was war das denn zur Hölle? Okay. Natürlich kriegst du den Ball. Okay, wir haben uns aber erarbeitet. Alter, was war das denn für ein Foul? Rote Karte, Notbremse, ich sag's euch. Dieses Foul sieht er gelb. Oh Mann, der Zambrano, wer auch sonst, der Foulkönig Nummer 1. Ja, super, du rennst schon zu meinem Fuzzi. Oder eigentlich ist er nicht so richtig hingerannt. Bender. Müller. Müller rein damit. Die Flanke kommt gut. Na, eigentlich kam sie jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Wenn der Kommentator meint, dass sie gut war, dann war die wahrscheinlich sehr, sehr gut und ich habe nur keine Ahnung. Julian Draxler. Wahrscheinlich war sie gut, weil sie schon nicht geblockt gute wurde. Im Moment kommt auf, lauf, lauf. Ort. Ach, hey, hey. Warum kriege ich den Ball da nicht? Warum hüpft er nicht zum Kopfball hoch? Meiner Meinung nach hätte er den locker köpfen können, bevor der bei dem anderen ankommt. Doch kein willst du mich verarschen? Alter Schwede, wo war das denn vorher irgendwas? Oh, bin ich so toll und schieb mich auch mal davor. Krieg den fucking Ball. Was mache ich? Ich gebe ihn gleich wieder ab. Warum gehst du nicht zum Ball? Ja, das war Abseits. Ich werde hier verdrollt, Mann. Hab ich gerade ein bisschen Angst gehabt, als der da angeflitzert kam. Wie wär's mal, wenn du läufst, Kollege? Dann würde ich dir auch den Ball zuspielen. Jawohl, lauf, lauf. Ich wollte gerade schießen, ey, in der Sekunde. Und dadurch, dass ich dann schießen wollte, ist er wahrscheinlich eine Sekunde stehen geblieben und konnte mir dann den Ball abdödeln. Das ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Weil ansonsten beim Laufen hätte er mich, glaube ich, nicht unbedingt bekommen. Guck mal, wie der rennt, der Kollege. Können Sie die Flanke verwerten? Okay, gut, Trapp, gut, gut. Das hast du nicht so schlecht gemacht. Gegen solche Torhüter keiner. Unglaublich. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war gut. Hoch, genau. Jetzt laufen. Müller, Müller. Du schaffst es. Du bist schneller. Ich sehe das. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das kommt gut. Ah, fuck it. Viel besser als in dieser Situation. Fuck it, fuck it, fuck it, ey. Würmitsch. Dann nochmal schön abgedreht eben. Was er war das denn für ein Pass, Kollege? Und geht entschlossen. Komm, jawohl. Laufen. Scheiße. Hätte ich nochmal gerade so davor gedrängen können. Das ist abseits. Abseits. Scheiße, scheiße. Oh yeah. Das war gut. Nein, ich wollte noch ein Stück nach oben. Hat aber nicht gereicht. Wahrscheinlich nach unten gehen müssen. Modeste. Den kriegen wir. Bender. Was machst du denn, Özil? Oh, faulen, das kannst du, Özil. Oh Mann. Was gibt's denn da auf der ZOM-Position eigentlich? An Alternativen für den Özi, weil rein theoretisch ist der Özi ja nicht so gut, weil er halt als zentrale Position dann auch irgendwie nur schlechte Chemie gibt, dadurch, dass er in der englischen Liga spielt. Und er ja doch relativ viel wert ist. Rein theoretisch könnten wir uns überlegen, ob wir da irgendwie einen relativ günstigen ZOMer kriegen, der ordentlich ist, und dann eventuell den Özi vertickern und dadurch einen Boateng oder sowas kaufen für die Abwehr oder ein Alaba. Oder so, keine Ahnung, was der da kostet. Das aus gefährlicher Position. Frage ist, was sollten wir sowas hier immer aufs Tor ziehen? Oder eher nicht so? Das war gut drüber. Ich denke, die Richtung war okay. War aber zu drüber. Das heißt, wir müssen Freistöße auf jeden Fall leichter spielen. Das haben wir jetzt schon mal rausgefunden. Alles noch offen in dieser Begegnung. Das Spiel ist eine Wundertüte. Das Spiel ist eine Wundertüte, das klingt gut. Castro. Okay, okay. Was geht hier ab? Laufen, laufen, Kollege. Oh Mann.
Maxi Arnold. Komm schon. Oh Mann. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Oh mein Gott, wie ich dem den Weg frei gemacht habe. Oh Mann, ich das verliere, bin ich selber schuld. Oh mein Gott. Was war das denn? Und du gehst da noch hin. Bringt doch gar nichts. Modeste. Das hat er geahnt oder im Augenblick gesehen. Oh, scheiße, ey. Das war doch kacke. Grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der über ein gutes Auge verfügt. Komm. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. 90. Minute. Schön auch wenigstens das Unentschieden retten, Mann. Was geht denn ab hier? Und wieder ist er auf dem Posten. Er ist wirklich. Komm schon, wenigstens das Unentschieden. Komm, holen dir. Jetzt lauf durch. Ach Mann. Das war gut. Komm, holen dir. Müller. Ach Müller. Laufen, rennen. Ach, was war denn das für ein Reingeblocke, Mann? Sowas hasst du Chevy fest. Meiner Meinung nach ist sowas sofort faul. Modeste. Wenn sich jemand so blöd hinstellt und abbremst, damit er auf jeden Fall hinter ihm bleiben muss, finde ich einfach nur taktisches Foul. Ja, naja, gut, es ist ein Unentschieden. Bin ich mir zufrieden für das Erste. Oh Mann, das war ein ganz nettes Spiel. Freut mich auf jeden Fall. So müssen wir noch ein paar Punkte machen, damit wir wenigstens diesen Bonus fürs Halten der Liga bekommen. Absolut. Eieieiei, der Özil hat's Tor gemacht. Einer von beiden hier als Verlierer hätte vom Platz gehen müssen. Mich würde mal interessieren, was für eine Position würdet ihr als nächstes verbessern? Was macht für euch am meisten Sinn? Oder aus eurer Sicht am meisten Sinn? Ich denke jetzt aktuell, dass die Außenverteidiger vielleicht verbessert werden sollten oder die Innenverteidiger, wobei die Innenverteidiger schon recht gut sind. Ich denke aktuell echt, die Außenverteidiger wären wichtig, mit einem guten Tempo auszustatten. Und auch relativ gute Spieler. Da gibt es halt zu wenig gute Spieler, das ist das Hauptproblem meiner Meinung nach. Ja gut, dann machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.